Hallo, liebe Hungrige, mögt ihr Lavakuchen oder Schokomalheur, egal wie man es nennt, auch so sehr? Ich auf jeden Fall. Und das hier ist eine hübsche Variante davon. Wir brauchen dafür Eier, Kakao, Zucker und Backpulver, Sahne und Mehl, eine Prise Salz, etwas Öl und Vanillepudding. Und außerdem noch, optional, aber ich empfehle es, ein bisschen Preiselbeerkompott, alternativ rote Grütze. Zuerst geben wir zum Mehl den Kakao, außerdem das Backpulver und dann vermischen wir alles, am besten mit dem Schneebesen. Nun kommt das Puddingpulver in eine Schüssel, wir geben einen Esslöffel Zucker dazu, vermischen dann beides, gießen 50 ml Sahne mit dazu und verrühren dann alles glatt. Als nächstes 200 ml Sahne in einen Topf geben, kurz aufkochen, den Topf dann vom Herd nehmen, die bereits vorbereitete Puddingmischung in die Sahne gießen und einrühren. Dann kommt der Topf wieder zurück auf den Herd und alles wird unter ständigem Rühren so für ca. eine Minute geköchelt. Dann füllen wir den Pudding in eine Schüssel um und decken die Oberseite mit Frischhaltefolie ab, einfach damit sich keine Haut darauf bildet, und lassen den Pudding dann etwas abkühlen. Nun die Eier trennen, also das Eigelb vom Eiweiß. Zum Eiweiß eine Prise Salz geben und es anschließend mit dem Schneebesen des Rührgeräts steif schlagen. In eine Rührschüssel schütten wir jetzt zu den Eigelben den Zucker und dann wird beides wieder mit dem Schneebesen des Rührgeräts cremig verrührt. Das sollte nicht länger als ein, maximal zwei Minuten dauern. Die Masse wird dabei etwas heller. Dann 100 ml Sahne dazu gießen und kurz einrühren. Anschließend schütten wir zügig und dabei weiterrührend die vorbereitete Mehlmischung mit hinein, gießen dann auch das Öl mit dazu und verrühren dann alles so lange, bis ein homogener Teig entstanden ist. Darauf geben wir jetzt den steifen Eischnee und dieser wird nun untergehoben. Dafür am besten Teigschaber oder einen Holzlöffel benutzen. Haben wir das erledigt, bereiten wir eine Backform vor, optimal mit einem Durchmesser von 26 cm, die Backform einfetten und nun den Teig einfüllen. So flüssig wie der Teig ist, verteilt er sich ja im Prinzip selbst. Vielleicht die Form einfach noch so ein bisschen hin und her schütteln, vom abgekühlten Pudding die Folie abziehen und ihn kurz mit einer Gabel platt rühren. Und nun verteilen wir esslöffelweise auf der Oberfläche den Pudding und nehmt da wirklich gehäufte Esslöffel, ansonsten versinkt euch nämlich der ganze Pudding im Teig. Und es sieht ja gerade hübsch aus, wenn noch ein bisschen was davon oben rausguckt. Jetzt die Form in den Ofen geben. Gebacken wird für 30 bis 40 Minuten, bei mir waren es 40. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie weich ihr eben den Teig noch haben möchtet. Und zwar bei 175 Grad, Umluft 150. Fertig gebacken sollte er dann so ungefähr aussehen. Kurz in der Form abkühlen lassen, dann mit einem Messer vom Springformrand lösen und den Rand abnehmen. Abschließend die Oberseite noch mit ein wenig Preiselbeeren, alternativ eben roter Grütze garnieren. Passt optisch gut, aber schmeckt vor allem klasse dazu. Ja, und dann dürfen wir dieses hübsche, leckere Stück auch genießen. Aufgeschnitten könnt ihr sehen, der Kern ist wirklich noch schön weich, noch leicht warm, wirklich eine echte Delikatesse. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber eine Kürbis-Schokotorte backen möchtet oder euch eine vegane Variante lieber ist, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr, ebenso wie über den Download meiner App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.